Eskalation mitten in Berlin. Jetzt ist die Caritas offen gegen Verdi ins Feld gezogen und es haben Politiker etwas gefunden. Ihre Cojones. Ja, meine lieben Damen und Herren, es geht um eine aktuell laufende Verhandlung vor dem Arbeitsgericht Berlin. Der Berliner Senat hat doch so viel Mumm gefunden. Einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung gegen Verdi zu beantragen. Leute, ich habe leider kein Popcorn, aber es ist Popcornzeit. Erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Viele werden es noch gar nicht wissen, um was es geht. Mein Video von gestern interessiert natürlich viel weniger Leute als die anderen Videos von mir. Aber das war ein Video in eigener Sache. Es geht um unbefristete Streiks in Berliner Kita-Betrieben. Ich hatte gestern erläutert, warum das Verhalten von Verdi und GEW eigentlich asozial ist. Sie wollen eine Zweiklassenbetreuung in Berlin und sie wollen sich nur selbst bereichern. Es geht eben gar nicht um andere. Ich hatte gestern schon berichtet, dass ich erfolglos versucht hatte, einen Anwalt zu finden. Und ich hatte gestern Abend bereits angefangen, mir Gedanken zu machen, ob ich heute Morgen ein Video machen soll. Suche Anwalt, biete Geld. Aber auf meiner Recherche zu diesem Video, ich hatte mir schon einen Fachanwalt aus München dafür rausgesucht, kam die Meldung des Tages, der Berliner Senat hat einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung gegen die Verdi-Gewerkschaft beantragt. Das ist Balsam für meine Seele, kann ich euch sagen, denn sie haben, wie eben schon beschrieben, das hier wohl wieder gefunden. Ich erkläre jetzt aber, wie das Ganze hier jetzt weiter verfährt. Und zwar läuft jetzt 14 Uhr in Berlin im Arbeitsgericht in der Magdeburger Straße die Verhandlung. Magdeburger Platz, verzeiht mir, 14 Uhr, Saal 334. Dort kommt es zur mündlichen Verhandlung in dem Verfahren der Senat, also das Land Berlin gegen die Gewerkschaft Verdi. Das ist so köstlich, denn es kommen hier so viele schwachsinnige Dinge zusammen. Verdi sagt selbst, ihre Urabstimmung ist vom 13. bis zum 19. September gelaufen. In der Satzung von Verdi steht drin, dass eine Urabstimmung 4 Wochen zu laufen hat. Aber das sind kleine Randdetails, würden einige sagen. Es geht allerdings darum, dass der Finanzsenator in Berlin wohl jetzt kapiert hat, was das finanziell bedeutet, wenn sie ab Montag unbefristet streiken. Er versucht jetzt hier Rechtsmittel sich zu beschaffen mit dem Erlass einer einstweiligen Anordnung auf Untersagung des Streiks. Es geht hier nämlich um die Erzwingung von Tarifverhandlungen für Dinge, die tariflich in Berlin nicht geregelt werden können, weil ein Gesetz darüber schon befunden hat und der aktuell gültige Tarifvertrag der Gewerkschaft Verdi in Berlin genau das auch ausschließt. Und trotzdem möchte Verdi hier diesen Streik vom Zaun brechen. Und selbst die Caritas stellt sich jetzt öffentlich hin und sagt, Verdi und GEW betrachten wohl Steuergelder als Selbstbedienungsladen. Wir finden diesen Streik falsch und distanzieren uns davon vehement. Dass mal Caritas und Verdi sich so uneinig sind, dass es sogar öffentlich für uns alle sichtbar wird, hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen gar nicht ausdenken können. Jetzt ist es hier wirklich spannend. Es gibt eine mündliche Verhandlung. Ich bin gespannt, wie das Ganze ausgeht. Es gab schon Streiks, die wurden untersagt. Es gibt auch viele Streiks, die werden nicht untersagt. Ich hoffe auf das Arbeitsgericht in Berlin, dass es einfach der Rechtsauffassung folgt, die ich die ganze Zeit vertrete. Wenn es ein Gesetz gibt, was etwas regelt, was deswegen, weil es im Gesetz geregelt ist, im Tarifvertrag ausgenommen ist, kann ich nicht hingehen und sagen, ich verlange darüber jetzt einen Tarifvertrag. Also ich kann nicht streiken für mein Ziel, sondern ich muss demonstrieren gehen für eine Gesetzesänderung. Es gibt nämlich Dinge, die kann man auch mit den Verträgen nicht ändern, weil immer Leute kommentieren, man kann selbstverständlich zusätzliche Bedingungen verhandeln, wo ich sagen muss, nein, es gibt Standards, die kann man nicht verhandeln, so zum Beispiel Arbeitszeitschutzgesetze. Ihr könnt unmöglich in diesem Lande länger als 6 Stunden am Stück ohne Pause arbeiten, selbst wenn ihr eine Vereinbarung mit eurem Arbeitgeber habt. Bleibt das illegal in diesem Land? Das ist verboten. Genau so ist das auch hier. Wenn in einem Tarifvertrag eine Regelung extra ausgenommen ist mit dem Verweis darauf, dass das in dem Gesetz über die Pflege geregelt ist, kann ich nicht hingehen und kann sagen, ich will das anders da geregelt haben. Da fängt es schon an damit,
Es gibt einen gültigen Tarifvertrag, der diese Regelung ausschließt, die Sie jetzt regeln wollen. Sie haben in diesem Tarifvertrag allerdings eine Friedenspflicht. Ja? Dann wollen Sie, dass hier Dinge geändert werden, obwohl das Gesetz sagt, wir müssen das Gesetz ändern für alle. Und selbst die Caritas sagt, es gibt jetzt wieder die Verhandlungen über den Kita-Rahmenvertrag, den das Land Berlin immer schließt. Dort könnte man es anbringen, dass hier verhandelt werden kann, was pädagogisch sinnvoll ist und was im Haushalt vertretbar ist. Und das gilt für alle Berliner Kinder. Denn diese Ungleichbehandlung, die die Gewerkschaft hier machen will, die thematisiert niemand. Und ich hatte gestern Abend noch eine Videokonferenz mit den Gesamtelternvertretern der gesamten Eigenbetriebe, waren fast 200 Leute in der Zoom-Konferenz. Da war wirklich Feuer in der Bude, Leute, sage ich. Da ist wirklich Stimmung, da ist Druck auf dem Kessel. Die Leute haben die Schnauze voll. Nur mal zur Info, es wird in Berlin seit letztem Jahr, Dezember 23, immer wieder gestreikt mit Warnstreiks. Zuerst für mehr Geld, das haben sie bekommen. Und jetzt gehen sie hinterher hin, nachdem sie das Geld in ihre Tasche gesteckt haben und eigentlich eine Friedenspflicht haben. Naja, wir wollen da noch dies und das und jenes und Ananas und wollen vom Berliner Senat, dass er rechtsbrüchig wird. Und ich überlege mir jetzt, ob ich noch die Zeit nutzen soll. Die Verhandlung in diesem Gericht ist öffentlich. Jeder Bürger kann sich dort hineinsetzen und zuhören, wie der Berliner Senat hier gegen Verdi vorgeht. Vielleicht sollte ich auch einfach meine Packung Eier mitnehmen und jedem Berliner Senatsmitglied einfach mal eins oder zwei schenken. Ja, ich kann sie vorher noch hart kochen, dass es keine Sauerei gibt. Aber das haben sie sich redlich verdient. Die ganzen Eltern, sie wollen es in Berlin, dass das Gericht heute entscheidet, dass Verdi sich ihre Forderung sonst wo hinschieben kann. Es geht hier entweder um eine Verbesserung der Situation für alle oder für keinen. Es wird hier keine Extrawurst gebraten, schon gar nicht auf dem Rücken der Kinder. Und nochmal, die hohe Krankheitsbelastung im öffentlichen Dienst hängt vielleicht damit zusammen, dass man im öffentlichen Dienst nicht gekündigt werden kann. Vielleicht sollte man mal wieder einführen, dass man auch im öffentlichen Dienst wegen langer Krankheit gekündigt werden kann. Ich wette, das Ergebnis wäre ein sinkender Krankenstand. Ja, ganz einfach. Aber das wollen die Leute nicht hören. Frag doch mal, wie die Fehlzeiten von Beamten sind. Die sind fast so hoch wie die Prozente bei ihrer Alterspension. Und damit ist jetzt genug. Wir warten gespannt, ob heute Recht gesprochen wird im Sinne der Eltern oder im Sinne der Gewerkschaft. Ihr kennt das, der beste Rechtsstaat, den man für Geld kaufen kann. Ich hoffe, der Anwalt des Senates ist teuer genug gewesen, damit er jede Eventualität, die aufkommen kann, in diesen Antrag hineingeschrieben hat. Selbstverständlich habe ich eine Presseanfrage gestellt an das Berliner Arbeitsgericht gestern Abend 21:09 Uhr. Geantwortet wurde heute 8:58 Uhr, dass gestern Abend um 18:01 Uhr der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung des Landes Berlin gegen Verdi wegen des Kita-Streites eingegangen ist. Heute Morgen wusste man noch nicht, wann verhandelt wird. Es ist heute 14 Uhr und wir können schon mal die Popcornpfanne heiß machen. Das wird bestimmt für Verdi heute eine Klatsche geben, und zwar eine Bauchklatsche. Und dann können wir zuschauen, wie sich Montag in Berlin die Hälfte der Erzieher krank meldet, vermutlich genau die Hälfte, die hätte streiken wollen. Aber das ist nur so eine Vermutung, keine Unterstellung, würde ich nie tun. Abonniere den Kanal, dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Wir haben noch eine konkrete Bedrohungslage durch Robert Habeck. Deswegen bleib dran, bleibt spannend. Ansonsten schau dir doch mal Messerradar an. Die Inzidenz von 9 vom gestrigen Tage. Jetzt steht das Wochenende vor der Tür, wird mit Sicherheit eine etwas längere Folge, wenn das Wochenende rum ist. Und damit jetzt wirklich ciao, bis bald.